meine lieben Kreativen. Ja, wir machen heute die Katze fertig. Ja, ich habe nämlich nur noch das kleine Stück hier, so ein paar vereinzelte, und das machen wir heute zusammen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, mein Intro ist heute mal vor dem Video und nicht zwischendrin. Genau. So. Dann gucken wir mal, dass wir das hier fertig bekommen. So. Ja, ich habe einige Sachen ein bisschen schludern lassen momentan, da ich ja knapp 2 Wochen an dem Geburtstagsgeschenk von der lieben Anni dran saß. Ja, da habe ich ja Tag und Nacht dran gestickt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Diamond Painten wieder aufholen hier. So, da ist eins. Ja, wie gesagt, hier bei dem Rest wollte ich euch gerne mitnehmen. Und euch dann auch gleich zum Schluss das fertige Bild komplett zeigen. So viele Steinchen sind es jetzt nicht mehr. Ja, eigentlich wollte ich gestern Abend das schon fertig gemacht haben. Aber ja, ich habe dann das ganze restliche Weiß gemacht, weil hier ringsherum das ganze Weiß musste ich noch painten. Und genau, das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und der Micha und ich haben ja auch noch zusammen unser Battle angefangen. Ja, da habt ihr ja jetzt auch schon dann den ersten Teil gesehen, wenn ihr das Video hier seht. Ja, wird spannend, wird spannend. Das wird echt spannend. Ups. Da ja, bin ich mal gespannt, wer von uns gewinnt. Und vor allen Dingen auch, ob die Steine dann auch wirklich leuchten, weil gestern sah es ehrlich gesagt nicht so aus. Es sah nicht so aus, dass sie leuchten. Ja. Müssen wir wie gesagt mal gucken. Ups. Weil eigentlich sollen beide Bilder, wie gesagt, Nachtleucht sein. Aber mal abwarten, mal abwarten. Oh. So, jetzt habe ich Steinchen. Ja, gucken wir einfach mal. Ich wollte die Steine jetzt ein bisschen dann noch in die Lampe halten, mal gucken. Bevor wir halt mit dem Hellen starten. Ja, und ansonsten müssen wir halt Nachtleuchtende aus unserem Vorrat holen. Ja. Wie gesagt, es sollte eigentlich beides Nachtleucht sein. Ja, was mich da aber auch schon so ein bisschen irritiert, ist halt, dass Michas Steine eher grau sind und meine sind weiß. Das ist schon so ein bisschen verwirrend. Daran merkt man halt, dass es auch 2 verschiedene Firmen sind, ne? Also wir haben die Bilder von 2 verschiedenen Firmen und müssen wir dann echt mal gucken. So, mal kurz sehen. Habe ich jetzt hier alle L, habe ich alle. Ja, mir ist aufgefallen, ich arbeite momentan mit viel zu viel Wachs irgendwie. Also das Wachs will nicht immer die Steine aufnehmen.
Und deswegen nehme ich dann automatisch zu viel Wachs irgendwie. So, das P ist die 7. Ein schönes, helles Lila. So. Ja, wie gesagt, es ist Endspurt. Endspurt, Endspurt, Endspurt. Gleich mal gucken, wie viele Farben wir jetzt noch zu painten haben. Wenn ich das Stück hier fertig habe. So, mal gerade gucken. Also, eins, zwei, drei. Drei Farben haben wir noch zu painten. Dann ist es fertig. Ja, und ich bin froh, wenn ich die Tic-Tac-Dosen jetzt heute dann nicht mehr brauche. Oh, ich mag Tic-Tac-Dosen nicht, die sind doof. So, das Z ist die 10. Ja, wie gesagt, also mit Tic-Tac-Dosen kann ich nicht so gut arbeiten. Ich arbeite lieber mit den, mit den Dosen. Ja, damit arbeite ich lieber mit diesen Flächelchen. Das mag ich nicht so. Mal gerade gucken, haben wir da noch ein Z? Haben wir kein Z mehr. So, die letzten beiden Farben. Gucken, welche haben wir denn da? Wir haben einmal die 17. Die 17 ist das. Und, ups, da ist ein Steinchen hingefallen. Und wir haben das H, das ist die 4. Die machen wir als erstes. So, da ist es gerade passiert. Mir ist gerade der Deckel abgefallen. Ha. So. Ja, wie gesagt, ich zeige euch dann gleich ohne Lichtpad mal das komplette Bild noch, dass ihr sehen könnt, wie es dann aussieht. Und ich finde, das ist richtig cool geworden. Ja. Vom Weiten sieht man es natürlich besser, aber ich finde es trotzdem schön. Ja, jetzt will mein Wachs wieder nicht. Ne, das Steinchen ist zu klein. Ja, den Link hier zu dem Bild setze ich euch natürlich auch unten wieder in die Videobeschreibung rein. Ne, also wenn ihr das nachshoppen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun.
Und da gibt es auch noch andere Motive von. Also ich habe mir jetzt hier halt die Katze rausgesucht. Es gibt da, glaube ich, noch einen Elefant, glaube ich, war das. Ein Löwe. Also es gibt auf jeden Fall noch mehrere verschiedene. Genau, und da könnt ihr euch dann eins aussuchen, was ihr da haben möchtet. Das seht ihr ja dann, wenn ihr dann auf den Link drauf geht, ne? So, wir sind beim letzten Buchstaben. Ja, also das Bild hier hat jetzt, wie gesagt, die Maße 30 mal 40. Die Farben haben allerdings keine DMC-Nummern. Aber das ist nicht schlimm, das kommt dann alles in unsere Sammelkiste rein, wo die ganzen Reststeine reinkommen, die wir dann halt für andere Sachen benutzen, wie zum Beispiel die Stiftablagen oder sowas, die ich mache. Da kommen dann halt diese Steine rein. Genau. Oh, da sind wir aber jetzt doch recht schnell fertig. Also, das Video läuft jetzt seit 11 Minuten. Fast 12 Minuten, ja. Da sind wir echt recht schnell fertig hier. So, und der letzte Stein ist gesetzt. Ja, mal gerade gucken, habe ich irgendwo was vergessen? Nö. Nö. Hab nichts vergessen. Das ist gut. Das ist gut. So. Gerade die Steinchen einfüllen. So, gerade gucken, wo ich mir das jetzt hier alles hinstelle. Ja, so, ich würde sagen, ich drehe jetzt mal kurz die Kamera und genau, zeige es euch dann einmal im Kompletten. Aus der Perspektive hier sieht man das ganz gut. Also, das ist wie gesagt die fertige bunte Katze. Ja, wie gesagt, den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, und dann haben wir wieder ein Bild fertig gemacht. In diesem Sinne sage ich schon mal Winke, Winke, bis zum nächsten Mal. Und was wir als nächstes painten, das seht ihr dann in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.